Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und heute schauen wir uns Dash Dash World an. Dash Dash World ist so eine Art Mario Kart Klon, also wir haben Waffen zur Verfügung, die wir bekommen, wenn wir über so Blöcke fahren. Es gibt Plattformen auf dem Boden, wo man schneller wird, es gibt Karts, ist halt alles ein anderer Look, aber erinnert tierisch an Mario Kart. Und ja, bisher das zweite Spiel, was so ein bisschen an Mario Kart erinnert in VR. Das andere, da fällt mir jetzt der Name nicht so ein, werde ich aber auch auf jeden Fall mal in die Infobox packen und auch unten in die Beschreibung legen. Könnt ihr euch dann auch mal anschauen, falls ihr das Video verpasst habt. Ja, es ist eine Closed Beta, also es ist noch nicht zur Verfügung oder noch nicht kaufbar, das Spiel. Aber irgendwann im Laufe des Spiels habe ich dann festgestellt, okay, es gibt hier In-App-Käufe und habe dementsprechend auch verärgert reagiert und habe daraufhin auch wirklich direkt den Entwickler angeschrieben, direkt nach der Aufnahme. Und die haben mir jetzt versichert, ja, es war angedacht, aber die werden das noch rausnehmen. Und ja, ich hoffe, das machen die, denn ich unterstütze solche Spiele überhaupt nicht. Und sobald es Spiele sind, wo man In-App-Käufe hat, die nicht nur kosmetischer Natur sind, sondern auch, sage ich mal, in dem Spiel, wenn es jetzt Autos sind, die viel bessere Eigenschaften haben und so weiter, bin ich strikt dagegen und werde solche Spiele auch überhaupt nicht unterstützen. Und ja, wir als Spieler haben einen Einfluss auf die Entwickler, indem wir sagen, Leute, sowas kaufen wir nicht. Und ja, kauft es dann auch einfach nicht. Egal, um welche Spiele es geht, wenn es nicht kosmetischer Natur sind, einfach nicht kaufen. Und dann werden die Entwickler sich ganz schön überlegen, ob die sowas nochmal machen oder nicht. Und ja, nur so haben wir einen Einfluss darauf. Und ja, das nun mal zu dem Thema. Aber es wurde mir versichert, die werden es rausnehmen und ja, da kann ich jetzt keinen Einfluss drauf nehmen, ob sie es auch wirklich machen. Aber ich habe es für euch abgeklärt und ja, das war mir eigentlich wichtig. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß. So Leute, willkommen bei Dash Dash World und ja, hier sind wir in unserer Garage. Unsere lustigen Helferlein hier. Schauen wir uns mal ganz kurz um. Hier ist unsere Karre. Ich bin echt gespannt, wie gut ich das verkrafte vom Motion Sickness Faktor her. Von daher habe ich so ein bisschen Angst auch. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal den Singleplayer und ja, viel Spaß, Leute. So, los geht's. Okay, das sind meine Gegner. Ah. Liberty Island nehmen wir, komm. So, ich hoffe, ich kenne die Belegung noch. Oh! Haut ja! Was jetzt? Quack, quack, quack! Keine lahme Ente. Ha. Also bisher wird mir nicht schlecht. Ist positiv. Jetzt kann ich sogar schießen gleich. Ha. Du Lappen. Oh Gott, ich bin über so eine Honigpfütze gefahren. Gib Gas, Tupac! Hier ist die erste Runde, ne? Wir müssen... Wir haben eine Handgranate, eine Bienenhandgranate. Ah, warte mal, wenn die Biene jetzt hinkommt. Machen wir näher ran. Dann geht's hier richtig ab. So, jetzt. Na, immer nicht nah genug. Ich weiß nicht, wie weit ich die werfen kann. Natürlich nicht weit. Ah. Ah.
Okay, hat sich gelohnt. War gar nicht. Aber jetzt. Na komm. Da schießt einer auf mich, glaube ich. Scheiße! Hätte sich nicht mit mir anlegen sollen. Erster! Ha! Lach ich doch! Ah, guckt ja blöd, ne? Ah, das tut gut. Get Carbox. Okay. So, durch den sensationellen Sieg haben wir uns irgendwas freigeschaltet. Muss ich mir jetzt mal anschauen. Carbox. Sei ja ernst. In-App-Käufe geht absolut gar nicht. Nee. Okay, spielen wir normal weiter. Aber das zeigt mir jetzt schon hier. Also ich reagiere da sehr allergisch drauf, was In-App-Käufe angeht. Und ich finde, sowas geht absolut gar nicht. Sie sollen einen vernünftigen Preis für ein Spiel machen und gut ist. Ich möchte das bezahlen, spielen, fertig. Ich möchte mir Sachen freischalten, ohne was kaufen zu müssen. Boah, jetzt erreiche ich gerade so ein Rage-Level. Lass mich doch alle in Ruhe! Mist. Okay. Sind wir der Erste? Oh, jetzt merke ich das Spiel aber doch schon ein bisschen. In Form von Motion Sickness.
Okay, noch sind wir alleine. Wir sehen ja, wir sind Erster. Geht aber ab hier. Ja, wir haben einen ganz guten Vorsprung, würde ich sagen. Nicht gigantisch, aber... Wir können uns jetzt ein paar Fehler erlauben, auf jeden Fall. Boah, da wird mir schon ein bisschen mulmig, sag ich mal. Aber die andere Karte zeige ich euch definitiv auch noch. Und dann machen wir Schluss. Warum wurde ich direkt abgequakt hier? Leute, so geht das nicht. So geht das doch nicht. Weiter. Mann, mach das weg! So, meiner Meinung nach bin ich jetzt wieder Erster. Und ich merke zusehends, das Spiel tut mir nicht gut. Mit den Eiern näher. Aber ich versuche mich tapfer zu schlagen. So. Nein! Hab ich Glück gehabt. So sieht's aus, Leute. Und jetzt ist auch echt Ende. Die Eiskönigin hier. Ja, Leute, das war's erstmal, würde ich sagen. Ich habe ein richtig flaues Magengefühl jetzt, also mir ist ein bisschen übel. Und mein Körper sagt, hör bitte auf damit. Ich mach's, also ich höre definitiv jetzt auf. Und ja, ich wollte euch das Spiel mal zeigen. Ich habe es den Entwicklern versprochen.
es funktioniert alles soweit, was man machen kann. Man kann diese Waffen benutzen, man kann sliden um die Kurven, also sowas, wie man bei Mario Kart halt gewohnt ist. Die Waffen sind ganz nett gemacht, ein paar. Ich kann solche Spiele aber eh nicht lange spielen, von daher falle ich erstmal raus aus dem Raster. Was hier absolut nicht geht, sind diese In-App-Käufe und da bin ich persönlich raus. Also sowas unterstütze ich nicht. Ich würde mir auch so ein Spiel nicht holen, was In-App-Käufe ja unterstützt. Von daher würde ich gerne eure Meinung dazu wissen. Einmal, was haltet ihr von In-App-Käufen in Spielen? Könnt ihr einmal in die Kommentare reinschreiben. Und ja, was haltet ihr von dem Spiel? Wie fandet ihr das Gameplay jetzt? Fandet ihr es okay oder ja, was wünscht ihr euch dazu? Vielleicht liest der Entwickler ja mit und kann da ein paar Sachen rausziehen. Also gerne auch in die Kommentare reinpacken. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde sagen, vergesst das Like nicht. Abo bitte auch nicht vergessen. Die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video rauskommt. Und ja, ich sage einfach mal, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.